Willkommen bei dieser Elektrolokomotive DB-BR-143 in der roten Lackierung DB-Verkehr. Bei dieser kurzen Einführung werden Sie die Start-Stopp-Prozedur lernen. Steigen Sie ein, um zu beginnen. Das ist natürlich Personenverkehr, kenne ich mich, wie gesagt, so gar nicht aus, ne? Ja, wir müssen trotzdem noch mal schauen. Ich muss noch mal schauen. Ja, obwohl, es passt eigentlich von der Helligkeit her mehr oder weniger, ne? Vielleicht ist so sogar ein bisschen schöner. Oh, hört ihr die Glocken? Schön. So, dann wollen wir schauen. Wie gesagt, damit kenne ich mich so gar nicht aus, ne? Ja, dann erzählt uns was. DB Regio. Mit was fahren wir? 103. 143. 193. 143, 193. Okay. So, los geht's. Aha. Hier geht's zum Hochspannungsgerüst. Raum. Puh. Okay. Daran kann ich mich überhaupt mal. Sag mal, ich glaube, wir bräuchten es vielleicht ein bisschen lauter, ne? Ich probiere mal, dass wir es ein bisschen lauter bekommen. Also, wahrscheinlich nicht viel, aber wenigstens ein bisschen. Ich weiß immer nicht. So, was sollen wir machen? Ja, wir sind drin. Ne, wir sind nicht drin. Wir sind im Falschen. Wirklich? Hoppa. Ich glaube, wir müssen vorne rein, ne? Jetzt nix. Warte mal, wie kriegen wir die Tür wieder zu? Okay. Haben wir sie zu? Ja. Wieso müssen wir eigentlich hier rein? I don't understand, aber okay. Na, nee. Nee. Warte mal. Ja, doch, schaut mal hin. Wir müssen schon hier rein. Aber hier kommen wir gar nicht rein, so einfach. Vielleicht kommt man von der Seite rüber. Wir müssen schon. Also es gibt nur die Chance, tatsächlich hier rein. Es geht schon gut los, ne? Also okay, das ist die einzige Chance, hier raufzukommen. Ich sehe es ein. So, hier kommen wir ja nicht rein, dann, ne? Okay, dann gehen wir rein. Ist in Ordnung. Vielleicht müssen wir einfach durchlaufen. Von der Seite hier. Ah. Aha. Ja, sagt doch was. Ah, die hätten wir auflassen können, denn wir müssen sowieso wieder davor. Die Batterie wird das Steuerpult mit Strom versorgen und es Ihnen ermöglichen, mit ihm zu interagieren. Mhm. Was fahrend. Diese Lokomotive erhält ihren Strom über die Oberleitung und den Stromabnehmer. Damit das funktioniert, müssen wir einstellen, welche Konfiguration wir nutzen werden. Aha. Ne, beide ist Quatsch. Wir nehmen mal die am Heck. Ja, klar. Sie werden viel Zeit auf dem Fahrersitz verbringen. Haben wir jetzt die Batterie richtig? Weil da steht noch was von Start. Bin mir nicht ganz sicher. Okay. Kann mich gerade gar nicht bewegen. So. Ob wir das hinbekommen hier? Ich halte es noch für ein Gerücht. Um die Lokomotive ins Rollen zu bringen, bewegen Sie den Hauptschalter. Jetzt probieren wir es nochmal. Hauptschalter? Hauptschalter ein?
Will er wirklich nicht. Müssen wir nochmal schauen, warum er das nicht macht. Spitzensignale sind wichtig, um andere in der Umgebung wissen zu lassen, dass eine Lokomotive einsatzbereit ist. Das war doch der Richtungswendo. Jetzt müssen wir einen Moment warten, bis sich das Bremssystem vollständig aufgeladen hat. Das wird ungefähr 1 oder 2 Minuten dauern. Warte mal, hier ist auch noch irgendwas faul. Habt ihr es gesehen? Irgendwie ist da noch was faul. Müssen wir mal schauen. So, Stromabnehmer. Stromabnehmer. Okay. Die Lokomotive wird nun mit Strom versorgt. Das kann mit dem Stromabnehmer-Trennschalter eingestellt werden. Aha. Na. So. Die Zugbremse wird für normale Fahrten genutzt. Ja. Wollen wir schauen? Okay. Wenn der Zug für eine längere Zeit steht oder wenn Sie den Führerstand verlassen, wird die Handbremse eingestellt. Sie müssen sich versichern, dass sie gelöst ist, wenn Sie losfahren wollen. Wo? Das würde meine... Haben die hier echt ihre Federspeicher? Ach so. Der Schalter für die Zugkraft legt fest, wie viel Zugkraft für den Zug verwendet wird. Genau, also. Fangen wir an, ne? Können wir fahren. Warte mal, aber... Wieso geht es hier nicht? Leistung 100. Schwierig mit Joystick, okay. Die AFB erlaubt es dem Lokführer, die Geschwindigkeit der Lokomotive einzustellen. Sobald die gewünschte Geschwindigkeit eingestellt ist, wird durch eine rote Nadel auf dem Tachometer angezeigt, wird die Lokomotive auf die gewünschte Geschwindigkeit beschleunigen. Aha. Meine AFD praktisch. AFB. Stellen wir die mal auf 40 ein, wenn sie so sagen. Ne? Dann müsst ihr automatisch abschalten, die Leistung, ne? Um den Zug auf das Anhalten vorzubereiten, sollte zuerst die AFB ausgeschaltet sein. Aha. Die Größe und das Gewicht des Zuges spielen eine große Rolle beim Einschätzen, wie viel Bremskraft nötig ist, um ihn zu einem sicheren Halt zu bringen. Ist in Ordnung? Achso. Hier könnten wir wieder 100, ne? Achso, wir müssen den Zug zum Stehen bringen übrigens. Achso, machen wir ja schon. Ne? Wir machen ja, machen wir es mit Minimalkraft hier. Ne? Hier sind wir im Ruhrgebiet, ne? Wie es aussieht. Dampfen die Schlote. Ja, schön. Aber muss ich echt. Gute Arbeit. Damit sind die Grundlagen alle abgedeckt. In dem zusätzlichen Handbuch können Sie noch mehr über die Details dieser Lokomotive lesen. Wir müssen. Die ist cool hier. Die Lok, die hat noch so richtig ein richtig großes Führerbremsventil, ne? Und eine Lokbremse, so richtig, wie man es sich aus alten Tagen wie man es von alten Tagen her kennt, ne? Aus der Dampflokomotivenzeit und der Diesellokomotiven und so weiter. Okay. Machen wir heute wieder Schluss, ne? Haben sie zumindest bewegen können. Ciao, ciao vorerst.